Ja, guten Morgen, Leute. Wie ihr sehen könnt, setzen wir da ein, wo wir gestern aufgehört haben. Hier kommt die Abfahrt nach Egelsbach. Und ja, ich muss zugeben, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich heute noch mal ein Video mache. Auch Hasi fand das extrem, sagte, wie willst du noch eins machen? Ich sag, ja, ich nehme mal die Kamera mit. Aber ich muss sagen, ich habe ja, irgendwie Bock drauf. Die Sonne scheint, ist zwar kalt, 3 Grad, haben jetzt gleich 10:30. Und ja, ich befinde mich entspannt auf dem Weg ins Wochenende. Ich muss sagen, ich habe eine gute Woche hinter mir. Jeden Tag ist sauber gelaufen. War immer bei Zeiten zu Hause, so wie man es gerne hat. Und auch für heute sieht es okay aus. Er sagt jetzt 12.13 Uhr. Ja, ich werde euch, wie gesagt, wieder ein Stündchen mitnehmen. Bei einer Stunde, da weiß ich immer, dass der Akku durchhält. Und ich habe auch noch ein bisschen was zu erzählen, versteht sich. Ja, das eine ist eine Sache, die mir einfach so durch den Kopf gegangen ist. Und zwar geht es so ein bisschen um Lkw-Fahrer und soziale Kontakte. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt so drauf gekommen bin. Ja, vielleicht gestern, weil ich habe gestern halt mal bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde länger in der Firma nach meiner Rückkehr so abgehangen und mit Kollegen geredet, was damit ja zusammenhängt. Denn als Lkw-Fahrer, also jeder meiner Zuschauer hier, der irgendwo in Erwägung zieht, eventuell diesen Beruf zu ergreifen, dem muss ich also sagen, deine sozialen Kontakte werden schrumpfen. Sicherlich hat das auch was damit zu tun, wie man das selber handelt. Aber ich kann euch nur sagen, der Beruf spielt da doch ganz ordentlich rein. Es ist halt so, wenn ich jetzt so zurückdenke an vorher, also von vor 4 Jahren, da habe ich ja deutlich weniger Stunden gearbeitet und mein Arbeitsplatz war halt im Dorf. Das heißt, hier bei diesem Arbeitsplatz verliere ich ja in Anführungsstrichen täglich eine Stunde durch den Weg hin und zurück zur Firma. Also ist immer eine knappe halbe Stunde. Ja, nachts sind es eher so 20 Minuten und tagsüber so 25 bis 30, je nachdem. Das ist also ein Zeitaufwand, den ich früher nicht hatte. Da habe ich, glaube ich, 2-3 Minuten zur Firma gebraucht. Und ja, dadurch, dass man also deutlich weniger Freizeit hat, schrumpfen halt die sozialen Kontakte. Denn ihr könnt euch vorstellen, in der Woche, wenn ich um 13 Uhr nach Hause komme, viele Bekannte sind dann noch in der Arbeit. Und wenn die Feierabend haben, heißt es für mich quasi schon wieder ins Bett gehen, 18 Uhr. Kontakte, die ich noch habe, ja, das sind dann so Leute wie ein Nachbar, der nicht mehr in der Arbeit ist und der also immer zu Hause ist. Und ich habe halt das Glück, dass Hasi ja auch immer zu Hause ist. Ich habe gestern mit einem Kollegen von mir gesprochen und der hat gemeint, ja, meine Frau kommt heute Abend um 20 Uhr nach Hause. Ich sage, ja, da liegst du dann ja schon im Bett. Sagt er, ja, genau.
Und so sieht das also aus. Wie gesagt, ich habe dieses große Glück, dass meine Frau ja schon lange, lange verrentet ist und deswegen immer zu Hause ist. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn Hasi einen Job hätte, erst recht einen Job mit Schichten, dann weiß ich nicht, ob ich also diese Arbeit in dieser Form also durchziehen würde. Denn einmal würde mir der Rückhalt im Rücken fehlen, denn sie könnte mir ja nicht diesen Support geben, den sie mir jetzt gibt, wo sie also immer zu Hause ist. Und ja, und man würde sicher nur noch die Klinke in die Hand geben. Und so stelle ich mir also mein Privatleben nicht unbedingt vor. Ja, und was jetzt Kontakte zu anderen Leuten betrifft, Freunde und so weiter, es beschränkt sich ja halt dann, obwohl ich jeden Tag zu Hause bin und bei denen, die die Woche über draußen bleiben, ja sowieso, beschränken sich also private Kontakte aufs Wochenende. Und Wochenende heißt ja Samstag, Sonntag. Und im Grunde hat man nur den Samstag, weil sonntags heißt es ja schon wieder 18 Uhr ins Bett. So, da wir ja, wie ihr mitbekommen habt, das Haus und Tiere haben, also ich sag mal, doch immer mal wieder einiges an Arbeit anfällt, ist natürlich der Samstag so ein bisschen der Tag, wo wir was machen. Und wo wir dann nicht unbedingt losziehen und Leute besuchen oder Besuch bekommen. Und sonntags ist man halt schon wieder eingeschränkt. Das ist also, das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen. Ich meine, ich habe noch Kontakte und es gibt auch noch Freunde, aber man sieht sich mittlerweile nur noch recht selten. Wir laden primär ein zu uns, weil der Vorteil ist einfach der, dann habe ich nicht die Action halt mit Hunden irgendwo hinzufahren und es ist halt entspannter bei uns zu Hause. Wir haben Freunde, die selber Hunde haben, das ist überhaupt kein Thema, die können diese immer gut mitbringen. Meine Truppe ist ja ziemlich sozial, also es gibt nie Probleme, wenn wir Besuchshunde haben. Und auch die Leute fühlen sich eigentlich bei uns recht wohl. Im Sommer kann man schön draußen sitzen und die Sonne genießen und das entspannte Landleben. Ja, aber so schaut es eben aus, dass das doch recht eingeschränkt ist. Und wenn ich zurückdenke, früher in Nordrhein-Westfalen, da war es wirklich so, also im Vergleich zu jetzt, da kannte ich also extrem viele Leute und war auch sehr, sehr viel unterwegs. Aber wie gesagt, es war eine ganz andere Lebenssituation. Ich hatte ein bis maximal zwei Hunde, die mich fast permanent überall hin begleitet haben. Und ich hatte, sagen wir mal, nicht wie jetzt eine Frau und Kind und Enkelkind, sondern halt lediglich eine Freundin. Und da ist es also so, dass ich da, wie gesagt, sehr, sehr viel unterwegs war, sehr viele Kontakte hatte. Mit dem Umzug nach Osthessen, bedingt durch den Arbeitsplatz, also mein Maschinenbauarbeitsplatz. Ich war ja 16 Jahre im Maschinenbau, bevor ich also hier in die Fahrerei als Vollzeitjob gewechselt bin. Da ist es also so, dass halt nach 3 Jahren im Maschinenbau in Nordrhein-Westfalen, also mein Chef, mit dem ich auch befreundet war und immer noch bin, allerdings ist er inzwischen nicht mehr Chef dieser Firma, er hat die Firma abgegeben und lebt ja jetzt in Ungarn. Auf jeden Fall, der hat dann damals den Entschluss gefasst, sich also
Eigentum zuzulegen. Und ja, da das viel günstiger war, hat er da was in Osthessen gekauft, hatte mich vorher gefragt, ob ich mitgehen würde. Und ja, der Zeitpunkt, als er mich gefragt hat, der war halt für ihn günstig. Ich war in dem Moment bereit. Das hat sich dann noch 2 Jahre hingezogen. Und als es dann soweit war, naja, da habe ich zu meinem Wort gestanden, war aber nicht so, erstmal nicht so begeistert. Ich bin ja auch das erste Jahr gependelt. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, man ist natürlich umgezogen in dieses Dorf. Okay, wir waren natürlich jetzt, mein Chef und ich, er ist ja auch mit dahin gegangen. Er hat dann sehr schnell sich ein Haus gekauft, seine Family nachgeholt und so. Und ich habe ja auch dann im ersten Jahr, in dem ich noch nach Nordrhein-Westfalen gependelt bin, habe ich ja Hasi kennengelernt und wir haben dann auch schnell Nägel mit Köpfe gemacht. Aber im Grunde beschränkte sich mein Bekanntenkreis quasi auf meinen Chef, ein weiterer Mitarbeiter in der Firma und Hasi, und das war's. Die Leute im Dorf, die hat man erst ganz peu à peu kennengelernt, so die direkten Nachbarn halt. Und gut, jetzt nach 18 Jahren gibt es natürlich den ein oder anderen Kontakt im Dorf, aber so wild ist das nicht. Das liegt natürlich daran, ich bin nicht so der Vereinstyp. Vielleicht hätte man das machen sollen, irgendwie in irgendwelche Vereine gehen. Obwohl, so viele Vereine gibt es da auch nicht. Ich glaube, Fußball oder was, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Auf jeden Fall habe ich das nicht gemacht. Und naja, dadurch hält sich das in Grenzen. Und wie gesagt, durch den Job wird die ganze Sache nochmal erheblich eingeschränkt. Und auch auf Bock hier, man muss damit klarkommen. Ich habe ja, bevor ich Maschinenbau gemacht habe, war ich ja 11 Jahre selbstständig im Einzelhandel, was natürlich ein Job ist mit viel Kommunikation, mit viel Kontakt zu Leuten. Demgegenüber habe ich hier in diesem Job nur noch sehr, sehr wenig Kontakt mit Leuten. Mein hier so täglich, klar, die an der Leitstelle und mein Staplerfahrer Freddy, ja, und dann Leute aus meinem ganz engen privaten Umfeld. Das war's dann schon. Und wie gesagt, die Freunde, die aber teilweise nicht in der Nähe wohnen, sondern weiter weg, die man dann halt ab und zu trifft. Ja, was ist denn hier los, ey? Wieso fährt der denn 74, ey? Was soll denn das? Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Ein Hin und Her. Also sowas hasse ich ja wie die Pest, ey. 74, jetzt wird er wieder 83. Mann. Ah, da müssen wir mal angreifen. Entschuldigt, Leute, aber das nervt mich. Und da werden wir ihn jetzt mal überholen. Ja, ist klar, wenn ich ihn jetzt überholen will, da fährt er dann 86. Aber egal, jetzt wollen wir da mal hart dranbleiben. Ist auch zum Glück kein Überholverbot. Also Attacke. Bestimmt wieder so ein Fußgasfahrer. Ja, dazu kann ich auch euch eins auch erzählen. Aber vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Bei den Büchern, da waren ja sehr viele Fahrer, also Rumänien, Bulgarien und so weiter. Ja, und mit dem einen Bulgaren, der ist ja bei mir mitgefahren, so als Einweisung. Und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten, so Brocken Deutsch, bisschen Englisch und hast du nicht gesehen. Und ja, da habe ich immer so ein bisschen interviewt und da musste ich feststellen, dass er jemand ist, der überhaupt keinen Tempomat benutzt und immer nur Fußgas fährt.
Ich meine, ich habe das schon öfter festgestellt, dass halt viele von denen, und man kann mir erzählen, die Autos haben kein Tempomat, also selbst die alten Dinger haben schon Tempomat, aber dieses Ungleichmäßige, das ist immer ein deutliches Zeichen dafür. Denn keiner schafft es, mit Fußgas eine Geschwindigkeit so präzise zu halten, wie das hier der Tempomat macht. Ja gut, das war jetzt ein kleiner Einwurf. Ja, das war so ein kurzes Statement zu den sozialen Kontakten. Ich meine, dazu kommt noch am Wochenende sich jetzt aufraffen und wer weiß, wohin zu fahren, fällt ganz schön schwer. Denn ich meine, einerseits ist es für mich so, mit dem Pkw mal 200 Kilometer abzureißen, das ist für mich der Ritt auf einer Arschbacke. Das ist eigentlich total locker. Aber 2 Stunden sind 2 Stunden und zurück dann auch 2 Stunden. Das sind 4 Stunden. 4 Stunden, die ich dann in der Karre sitze. Und ihr könnt das bestimmt nachvollziehen. Ich sitze so viele Stunden hinterm Lenkrad. Also ich kann euch sagen, diese Woche, ja, wenn ich jetzt noch die 1,5 dabei nehme, 38 sind es 39 Stunden, die ich diese Woche, also nur das, was ich hinter dem Lenkrad, also Lenkzeit hinterm Lenkrad gesessen habe, da hat man einfach nicht mehr so die große Lust halt. Ne? Ich meine, ich fahre sehr häufig am Wochenende nur ein paar Kilometer, also was weiß ich, ins Dorf, um was einzukaufen und mit der Runde raus ins Feld. Und das wäre nicht unbedingt nötig, aber das ist der Faulheit geschuldet, weil wenn ich jetzt von der Haustür aus ins Feld laufen wollte, da müsste ich halt für 200 Meter die Hunde anschirren, anleihen und wie gesagt, da bin ich da ein bisschen faul, mach lieber die Hecktür auf, lass die im Wagen springen, fahr ein bisschen weiter raus, kann dadurch auch mal wechseln, die Stellen, wo ich starte mit meiner Runde und mach die Tür auf und lass sie raus und dann ziehe ich mit ihnen durch die Felder. Ja. Und so ist das halt. Ja, und sonntags halt, da hat man ja dann eben die Einschränkung mit 18 Uhr zu Hause sein. Das heißt, da irgendwo weiter weg zu fahren mit einer Stunde Fahrzeit, hieß ja schon, nicht erst 16 Uhr. Ich müsste ja spätestens um 15 Uhr quasi die Rückfahrt antreten. Denn was nicht funktioniert ist, das ist ja auch das, was sich jetzt bei dem freien Verkehr gezeigt hat, ich kann nicht nach Hause kommen und sofort ins Bett gehen. Aber das bestätigen auch alle Kollegen, das kann keiner von uns, das funktioniert einfach nicht. Also ich sag mal, so, man ist zwar kaputt, aber so kaputt dann auch wieder nicht, dass man wirklich nach Hause kommt, sich auszieht und ins Bett legt und schläft. Man ist halt durch die Fahrerei, durch die hohe Konzentration und so weiter irgendwie aufgedreht. Und bei mir gibt es so 2 Faustregeln. Nach 16 Uhr nichts mehr essen und spätestens 17 Uhr alles an Arbeiten in Haus und Hof und drumherum und so weiter oder Leute besuchen und egal was. Um 17 Uhr wird quasi alles eingestellt und das letzte Stündchen oder das letzte knappe Stündchen möchte ich eigentlich zu Hause in Ruhe sitzen, maximal ein bisschen PC oder Fernsehen oder irgendwas, oder halt, wenn ich nur mit Hasi sitze und irgendwie einen Tee trinke oder was, auf jeden Fall, man braucht ein Stündchen, um runterzukommen und dann kann man sich auch in die Falle begeben. Ja, das mal so zu den sozialen Kontakten. Aber ich habe auch noch was anderes. Das ist so ein bisschen auch der Auslöser gewesen, warum ich gesagt habe, Mensch, ich mache heute noch ein Video. Denn
ich habe da noch eine kleine Geschichte auf Lager. Es ist ja so, als ich vor 2 Jahren hier in dieser Firma angefangen habe, da ging es ja gezielt um diese Linie. Der Chef hat also gezielt jemanden gesucht für diese Linie nach Gaggenau. Die Linie war schon eine Weile unbelegt, das heißt, sie wurde natürlich gefahren, aber immer von wechselnden Kollegen, und keiner meiner Kollegen wollte das jetzt auf Dauer machen. Ich habe mich auch immer gewundert, warum keiner gesagt hat, hey, komm, ich würde gerne Gaggenau übernehmen oder so. Inzwischen hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, warum das so ist. Und zwar ist es so, dass dass die Leute alle keinen Bock auf die Sattelei haben. Ich meine, ihr konntet das ja in dem Video sehen. Es ist schon einiges mit der Sattelei. Ich komme ja runter, stelle den Aufflieger ab, den mitgebrachten, muss dann den dort stehenden schließen, also Gurten, Ladungssicherung und schließen, muss diesen dann, der dort steht, herausziehen, auch wieder abstellen und dann den mitgebrachten unter das Dach rangieren, denn der Auflieger muss zwingend unterm Dach stehen, damit die zu verladene Ware keinerlei Regen abbekommt, weil sonst kommt es zu Verrostung, weil es sich um Guss handelt, und Guss rostet ja schon nur, wenn man, naja, wenn da nur Feuchtigkeit vorbeistreift. Und nachdem ich dann den mitgebrachten abgestellt habe, dann muss ich den auch wiederum absatteln und muss dann den, den ich mitnehme, wieder aufsatteln. Das ist natürlich schon und den mitgebrachten, den ich dann dort unter das Dach gestellt habe, den muss ich natürlich auch noch öffnen für den Staplerfahrer. Komplett Bretter raus, Rungen weg, Vorhang zurück. Und irgendwie scheint das den meisten oder allen Kollegen, die ich jetzt hier so in dieser Firma habe, zu viel Arbeit gewesen zu sein. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin ja jetzt andere Sachen gefahren, und da war nichts dabei, was ich in der Schichtzeit abgeriegelt kriege, wie ich sie hier auf Gaggenau habe. Ich bin ja nachts um 2 auf den Hof, und wenn es einigermaßen vernünftig läuft, bin ich zwischen 12 und 12.30 Uhr zurück. Also sprich, nach 10,5 Stunden ist meine Schicht abgeregelt. Selbst wenn ich jetzt noch meine Fahrzeit zur Firma drauf lege, sind es 11,5 Stunden. Ja, was war denn, wo ich vor Weihnachten? Da war kein Tag unter 12 plus meine Zeit nach Hause. Aber kommen wir zurück. Also, die Firma suchte also jemanden speziell für diese Linie. Und das hat mir ja gefallen, und ich habe dann ja auch da zugesagt, und diese Linie fahre ich ja auch sehr, sehr gerne. Aber jetzt kommt es. Warum war diese Linie frei geworden? Denn es war jemand drauf, mehrere Jahre, schon zu der Zeit, als die Tour nur 2-3 Mal die Woche lief. Dieser jemand, den habe ich nämlich gestern in der Firma nach 2 Jahren zufällig getroffen. Ich hatte bisher immer nur von ihm gehört, durch Kollegen, aber ihn noch nie persönlich kennengelernt. Und die Kollegen, ich umreiße mal kurz, was Kollegen mir erzählt haben, und dann erzähle ich euch, was dieser Mann mir gestern berichtet hat. Also nach Aussage der Kollegen ist es so, dieser Fahrer hat einen sehr, sehr schweren Unfall mit dem LKW gehabt. Und zwar allerdings nicht hier mit
einem LKW dieser Art, wie ich ihn jetzt hier fahre, einen 1845, sondern mit einem 12-Tonner. Weil ich sagte ja, die Tour, die lief damals noch nicht fünfmal die Woche, also musste derjenige auch eben zweimal die Woche andere Sachen fahren. Und er ist also gefahren auf der Landstraße, 12-Tonner mit Hänger dahinter. Und es kommt zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Sprinter. Und vor 2 Jahren haben die Kollegen dann erzählt, dass der Fahrer, der eben in dem 12-Tonner saß, nicht angeschnallt war, sehr schwer verletzt worden ist und sich zwar von den physischen Verletzungen wieder erholt hat, aber aus psychischen Gründen nicht mehr hinter der Steuer kann, kriegt das nicht mehr hin und hat auch riesige Probleme halt mit Versicherungen und so weiter wegen Geld, weil er ja, wie gesagt, nicht angeschnallt war. Ich meine, man hat mir das ja so erzählt. Ach so, und der Grund, warum er nicht angeschnallt war, war, weil angeblich ein Bekannter, der angeschnallt gewesen ist, mal in seinem Fahrzeug verbrannt ist. Und ich bin richtig froh, dass ich per Zufall gestern diesen Mann persönlich getroffen habe. Das war so, ich habe noch so ein bisschen verweilt. Ich hatte mit einem anderen Kollegen erst gesprochen, der sich ein neues Auto gekauft hat. Und während ich mit dem sprach, sah ich, dass man bei mir am Auflieger meine Vorhangstange gerichtet hat. Also 2 Leute bei uns aus der Werkstatt. Und ich bin dann darüber, um zu gucken, ob das klappt. Um zu wissen, halt, ob ich heute eine gerichtete Stange habe oder eine krumme. Und dann sagte der eine Mann aus der Werkstatt, hör mal, das da, das ist dein Kollege, der vor dir die Tour gar genau gefahren bin. Ich sag, hey, du bist der Mann, der vorher die Tour gefahren ist. Ich sag, ich fahre sie jetzt auch schon 2 Jahre und ich finde das gut, dass wir uns mal treffen. Ich wollte dich immer mal fragen, wie hast du das hingekriegt mit dem alten LKW, also den ich noch Anfang letzten Jahres hatte. Ich sag, wie hast du das hingekriegt mit dem Spritverbrauch und so? Mir haben sie erzählt, du wärst immer nur 80 gefahren. Ja, ja, sagt er, ich bin immer nur 82 gefahren. Ich habe ihn halt nochmal gefragt, wie das da genau mit dem Unfall war. Und dann hat er mir das auch nochmal genau erzählt. Und zwar, dass er nicht angeschnallt war, das stimmt nicht. Er war angeschnallt. Aber es hat sich folgendermaßen zugetragen. Der Sprinterfahrer ist, so wie man das hinterher durch Recherche und Gutachten herausgefunden hat, so circa, das ist jetzt eine Aussage von meinem Kollegen, also von diesem ehemaligen Kollegen, der dabei schwer verletzt worden ist, dieser Sprinterfahrer soll mit circa, er spielt auch eigentlich auf 10 km/h, kommt es auch gar nicht an, mit 160, 170 Sachen aufgrund von Zeitdruck über die Landstraße gebrettert sein und hat dabei eine SMS geschrieben, gelesen, bearbeitet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese SMS hat gereicht, um ihn abzulenken, sodass er auf die Gegenfahrbahn gekommen ist und volles Palett mit dem LKW meines Kollegen zusammengeprallt ist. Und mein Kollege sagt auch, der wird es nie mehr aus dem Kopf kriegen, denn es ist ja nur ein Sekundenbruchteil gewesen, aber im Grunde hat er beim Aufprall quasi diesem Sprinterfahrer kurzfristig ins Gesicht oder in die Augen gesehen. Bei ihm, meinem Kollegen, ist aber Folgendes gewesen. Aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er schräg gesessen, ich weiß es nicht, ist
der Airbag irgendwie teilweise an ihm vorbei. Auf jeden Fall hat er durch die Frontscheibe eine ganz extreme Schnittwunde. Er hat mir auch die Narbe gezeigt. Also wirklich eine bestimmt so lange Schnittwunde hier oben auf der Stirn, kurz vor dem Haaransatz sich zugezogen. Und hat dadurch ad hoc extrem geblutet. Er sagt, das Blut lief mir auf den Schlag in die Augen. Ich habe nichts mehr gesehen. Also er hat direkt nach dem Aufprall nichts mehr gesehen. Und wollte sich dann losschnallen. Und beim Losschnallen, ich meine, man muss sich vorstellen, er war natürlich unter Schock, Panik, alles. Also man kann das gar nicht, ich denke mir, überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich in so einem Moment fühlt. Ich habe also in meinem ganzen Leben einen derartig schweren Unfall noch nicht gehabt. Allerdings habe ich schon ein paar andere Sachen erlebt, wo ja das Adrenalin oder die Panik einem durch den Körper schießt. Auf jeden Fall hat er versucht, sich loszuschnallen und ist immer wieder mit der Hand abgerutscht vom Kurzschluss, weil das voll mit Blut war, weil es glitschig war. Und er hat immer wieder probiert. Und er hat es dann irgendwann geschafft. Und ist auch nach seiner eigenen Aussage, wie gesagt, er hat es mir gestern erzählt, hat er es auch noch rausgeschafft aus dem LKW, ist dann allerdings direkt neben dem LKW zusammengebrochen, weil er nicht nur diese Kopfverletzung hatte, sondern eine der Armlehnen hier hatte sich ihm auch in die Rippen gebohrt und die Rippe dann die Lunge durchstoßen. Auf jeden Fall ist er dann neben dem Wagen zusammengebrochen und nach seiner Aussage haben die Sanitäter, die dann zum Unfallort gekommen sind, eine Stunde lang an ihm herumgemacht, bis er endlich abtransportiert worden ist. Der Sprinterfahrer, wie ihr euch sicher denken könnt, war sofort tot. Und mein Kollege hat also ewig lange im Krankenhaus gelegen, war insgesamt, glaube ich, 1,5 Jahre krankgeschrieben und hat in der Reha einen Anwalt kennengelernt. Und hat dann mit diesem über seine Situation gesprochen. Es ging da um die Entschädigung, denn er ist also von jeglicher Schuld freigesprochen worden. Er hatte also, wie gesagt, ist mit eingestellten 63 gefahren und wenn man bei mir hier schaut, also wenn ich nach Tacho 90 fahre, zeigt das Navi 88 an. Also wenn er mit eingestellten 63 gefahren ist, dann hat er effektive 61 drauf gehabt. Man hat das zweimal überprüft, so wie er mir gesagt hat, weil die zu begutachtenden Stellen das im Grunde nicht glauben wollten, dass ein LKW-Fahrer so korrekt gefahren ist. Vermutlich hätte man ihn bei ein paar Kilometer mehr noch Teilschuld mit reingedrückt. Auf jeden Fall ist er von jeglicher Schuld freigesprochen worden. Aber, und das ist jetzt bestimmt über drei Jahre her, dass das passiert ist, wenn nicht sogar 4 Jahre. Und der gute Mann hat bis heute noch kein Geld gesehen. Warum nicht? Der Anwalt, den er in der Reha kennengelernt hat, hat es ihm erklärt. Die Versicherungen schauen, ob das Opfer, was jetzt Schadensersatz haben möchte, Schmerzensgeld und so weiter, eine Rechtsschutzversicherung hat. Hat das Opfer eine Rechtsschutzversicherung, dann wird mit ein wenig hin und her der Fall abgeregelt und das Opfer entschädigt. Hat das Opfer aber keine Rechtsschutzversicherung, dann wandert die Akte
die vielleicht oben auf dem Stapel lag, mal eben ganz nach unten. Und das geht eine ganze Weile so. Und die Taktik ist ganz einfach. Zermürbung. Die Versicherungen versuchen, die Opfer zu zermürben, denn, so war das die Aussage von diesem Anwalt, nach 3 Jahren, da gibt sich der, der vorher 40.000 haben wollte, wahrscheinlich auch mit 10.000 oder 15.000 zufrieden. Weil ihm nämlich mittlerweile die Kohle für einen Anwalt ausgegangen ist und er die Schnauze voll hat. Und das ist natürlich eigentlich eine Riesensauerei, wenn man sich vorstellt, dass man zusätzlich zu dem ganzen Unglück und Elend, wofür man ja nichts kann, was man nicht selber verschuldet hat, auch noch diese Scherereien hat. Na, denn diese Entschädigung annulliert ja nicht das, was einem passiert ist, den Schaden und das Unglück, sondern das wird ja nur dadurch gemildert. Und selbst diese Milderung wird einem versagt. Es ist eigentlich, ich sag mal, eine Sache, die, ich hätte etwas gesagt, die von Gesetzes wegen schon verboten gehört. Aber okay, so ist es halt. Na, Recht haben und Recht bekommen, weiß jeder von uns. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und ich sag mal, ich will jetzt gar nicht sagen, sein Unglück war mein Glück, aber sein Unglück hat halt dazu geführt, dass ich diese Tour hier übernehmen konnte. Er sagt, er wird nie wieder LKW fahren. Er hat den Führerschein noch. Aber bei ihm ist das so, er ist eben, wie gesagt, reha-mäßig nur auf die physischen Sachen behandelt worden, dass er PTBS hat, also ein posttraumatisches Belastungssyndrom durch den Schock, durch den Unfall, wurde nicht beachtet, wurde nicht behandelt und er sagt, er kriegt es einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, die ganze Geschichte. Er hat auch Probleme mit Schlafen und mit Träumen und so weiter. Und er sagt, wenn er sich hinter das Lenkrad vom LKW setzt, in dem Moment, wo er das Schloss vom Gurt reindrückt, sagt er, ist Feierabend. Das ist seine eigene Aussage gewesen gestern. Und ja, ich fand es schon gut, alles mal von ihm persönlich zu hören, denn man sieht ja, dass da durch Mund-zu-Mund-Erzählung die Geschichte doch ein bisschen verdreht wird und in einem anderen Licht erscheint. Es ist schon besser, wenn man so etwas aus der ersten Quelle hört. Es ändert natürlich nichts an am Endergebnis, aber ich finde es schon okay, jetzt zu wissen, wie es wirklich war. Und fand es auch gut zu hören, dass dieser Mann sich also absolut nichts vorwerfen muss, auch nicht den Umstand, dass er nicht angeschnallt war. Ich bin, muss ich zugeben, viele, viele Jahre auf dem LKW auch unangeschnallt gefahren. Es wurde ja auch, da war schon längst die Gurtpflicht für PKW, wurde es ja auf dem LKW jahrelang noch von der Polizei toleriert, dass man nicht angeschnallt war. Dann gab es so eine Art Übergangsphase, da hat man vielleicht 20 Euro bezahlt, aber mittlerweile ist das ja vorbei. Mittlerweile gibt es da keine Kulanz mehr. Das Nicht-Anschnallen im LKW wird genauso bestraft wie im PKW. Es gibt trotzdem immer noch Kollegen,
die es nicht machen oder wir selber ja auf den, in den Videos auf YouTube sehen könnt, gibt es ja auch viele, die so, naja, den Gurt hier unterm Arm herlaufen lassen oder in der Hand nehmen und immer so lang ziehen. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich mag das auch nicht so, diesen Anpressdruck. Ich finde den auch deutlich stärker als bei mir im PKW. Und ich habe dieses Problem ja gelöst mit dieser Küchenklammer, die also dafür sorgt, dass der Gurt anliegt, aber eben nicht mit vollem Press. Ansonsten, ich bin also absolut fürs Anschnallen. Ich muss sogar sagen, ich wundere mich, dass LKWs immer noch keine, wir haben zwar ein Airbag, aber nur lediglich hier in der Prallplatte. Ich wüsste nicht, dass wir Seiten-Airbags haben oder Kopf-Airbags oder sowas. Und ich finde das eigentlich absolut nötig, denn wenn man sich mal überlegt, wenn man jetzt mit dem LKW die Böschung runter, also unfalltechnisch irgendwie runterfährt, umkippt, wie schnell der Kopf, sagen wir mal, hier seitlich anschlägt und sich man dadurch erhebliche Kopfverletzungen also zuziehen kann. Also ich muss sagen, in meinem PKW, da habe ich die Seiten-Airbags mit eingekauft. Denn ich finde, man haut vielleicht sogar eher mit dem Kopf seitlich an, als ich sag mal, nach vorne hält einen der Gurt. Seitlich hält einen nicht der Gurt, sondern lediglich ein bisschen der Sitz. Ja, ist schon heftig. Und ich meine, es ist ja eh so, es ist ja für mich auch diese Gefahr, der man sich da in Anführungsstrichen täglich aussetzt, indem man sich hier auf die Piste begibt, quasi an die Front, wie ich immer so schön sage. Das ist ja auch mit ein Grund gewesen, warum Hasi und ich geheiratet haben, weil ich sag mal so, man fährt und das Risiko fährt mit. Und um halt da Hasi ein bisschen abzusichern und eine klarere Linie reinzubringen, eben bezogen auf eine eventuelle Rente, bezogen auf das Haus und so weiter, haben wir also diesen Schritt gemacht. Ich meine, die Basis dafür ist natürlich gewesen, dass wir schon 17 Jahre zusammen sind und ich sag mal, wir uns eigentlich sicher waren, dass wir da beide den richtigen Schritt machen. Ja, diese Geschichte, die wollte ich doch mal loswerden, solange sie noch frisch ist, nicht sie so im Kopf habe. Musst du denn jetzt rausziehen hier? Alter Rübenlaster! Ja, dann fahr doch mit deinen Rüben, ey! Ich hasse das immer wie die Pest, ey. Wenn man Leute reinlässt und die dann so gnadenlos Gas
geben, dass man nicht vorbeikommt, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, diese Rübenlaster, die haben ja immer Saisonkennzeichen. Das läuft nämlich nur eine Phase lang. Ich bin auch schon mal, ich weiß gar nicht, wo das war. Magdeburg. Na, ist auch egal. Wo es war, ist egal. Ich bin also, als ich für den Landhandel bei uns im Dorf gefahren bin, ja, habe ich ja auch schon mal Zuckerrübenschnitzel geholt und bin dann da zu so einer Zuckerfabrik gefahren. Und diese Rübenlaster, also da fahren ja jeden Tag Hunderte davon rein, wenn da Saison ist. Das ist also richtig extrem. Und aber wie gesagt, ist eben ein Saisongeschäft. Und viele dieser Auflieger haben deswegen halt nur ein Saisonkennzeichen. So wie ich am Moped. Ja, das ist auch so ein kleines Stichwort. Ich springe heute mal von Hölzchen zu Stöckchen, Moped. Der eine oder andere wird es ja schon mitbekommen haben. Ich fahre ja auch Motorrad, habe also auch den Motorradführerschein. Dadurch kann ich mich ja eh sehr gut in die Lage der verschiedenen Verkehrsteilnehmer versetzen, weil ich halt eben PKW, LKW und Motorradführerschein habe und auch alles aktiv fahre. Was für ein Problem er jetzt hatte, weiß ich nicht. Er hupt und hupt und hupt und macht irgendwelche Handzeichen. Aber okay, ob das jetzt wegen der abgebrochenen Überholaktion war, obwohl da war der ja noch weit hinter mir, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Naja, ich habe so gute Laune heute, das ficht mich überhaupt nicht an, ey. Ich lache ja darüber. Mein gut, wenn einer hupt, dann muss man ja schon mal gucken. So kann ja auch mal irgendwas raushängen oder am Auto nicht stimmen. Hab das ja schon. Ja, ich hab's schon mal gehabt. Da haben auch welche Zeichen gemacht und das ist ja jetzt schon 3 Jahre her. Da war da die Klappe vom Staukasten offen. Was weiß ich, weil ein Kollege das vielleicht nicht richtig zugemacht hat. Das war ja noch zu der Zeit, wo ich andauernd ein anderes Auto hatte. Also ich wusste ja, wenn ich abends, also ich wusste nur jeden zweiten Tag, welches Auto ich bekomme. Immer an dem anderen Tag war das immer die Frage, welches Auto haben wir denn heute Abend? Und ich habe immer nur für mich gehofft, hoffentlich ein Mercedes und keinen MAN. Und wie gesagt, da konnten natürlich schon mal so Dinge auftreten, aber jetzt, naja, keine Ahnung, welches Problem er hat. Ist mir auch egal. Ich bin tiefenentspannt, kann ich euch nur sagen, weil es ist, wie gesagt, kalt, aber richtig geil das Wetter. Ach so, ja, nochmal zurück zum Moped. Ja, wie gesagt, ich bin ja Mopedfahrer. Und was ich kurz erwähnen wollte, ist, dass ich ja vom Sommer her noch ein Motorradvideo habe von einer Motorradfahrt. Ich wollte das eigentlich auch immer reinstellen. Es ist im Grunde eine Mitfahrt wie hier, allerdings eben auf dem Motorrad. Hasi und ich haben, das war glaube ich unsere letzte Tour letztes Jahr. Ja, was mich ein bisschen abgehalten hat, ist
die Tonqualität, obwohl ich dieses extra Mikrofon benutzt habe, sind trotzdem die Windgeräusche ziemlich heftig. Also es ist im Grunde ein Video, wo ich jedem, der es sich anschauen würde, sagen würde, dreh den Ton runter und nur da, wo man mit dem Moped mal irgendwo steht, an der Ampel oder ich glaube, es ist auch einmal ein Halt an der Tankstelle mit drin oder so, sprich, wo ein bisschen Kommunikation zwischen Asi und mir läuft, da kann man es halt etwas lauter stellen, um zu verstehen, was wir reden. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, den Ton runterzudrehen, weil die Windgeräusche sind schon heftig. Interessant ist das Video schon, weil ja, es gibt eine Hin- und eine Rückfahrt. Wir sind da zu einer Eisdiele gefahren, zu der wir öfter mal im Sommer fahren. Gibt es lecker Erdbeerbecher. Habe ich, glaube ich, auch noch, ja, habe ich auch noch gefilmt. Und es ist halt natürlich vom Zuschauen her ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe unterschiedliche Kamerapositionen gewählt. Ich habe also einmal, glaube ich, die Kamera am Lenker und einmal am Helm. Also dadurch ein bisschen unterschiedliche Optik. Und auch dieses mit der Schräglage kommt dann anders rüber. Und ja, wir fahren hier schön von uns zu Hause aus rauf zur Wasserkuppe. Das ist ja, ja, ich sag mal, wer so ein bisschen hier die hessische Ecke kennt, weiß, höchster Berg in Hessen, Wasserkuppe, über 800 Meter. Und da oben ist ja auch ein Segelflugplatz. Und man kann auch da Rundflüge machen mit so kleinen Propellermaschinen und gibt noch so andere. Ja, gibt, glaube ich, eine Sommerrodelbahn und alles Mögliche halt. Da ist was los und da ist eben halt auch Motorradtreff. Da kommen, fahren an jedem Wochenende immer Hunderte von Motorradfahrern dahin und trinken da oben einen Kaffee, weil, ich sag mal, die Strecken dorthin sind schön und dort weg auch. Und ja, da würde man halt in diesem Video jetzt nicht durch irgendwelches Gequatsche von mir unterhalten, sondern es ist ein Video, man sollte sich Musik parallel dazu anmachen, dann ist es, glaube ich, sogar ein Genuss, weil wir fahren da ohne Ampelstopps oder sonstige Halts schön durch die herrliche Landschaft. Vielleicht haue ich es auch noch mal rein, so, wenn ich mal, ja, ein bisschen dünn gesegnet bin mit Videos, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich aber auch dieses Jahr in der neuen Saison was Neues, wenn ich dann im Besitz von einem besseren Mikro bin. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Mein Problem ist ja auch, ich fahre sehr gerne mit offenem Visier. Und dadurch sind natürlich die Windgeräusche noch einen Ticken extremer. Ja, da wirst du dich jetzt noch ein bisschen gedulden müssen, weil ich natürlich hier meine Rollphase jetzt ausnutze. Aber er wird schon vorbeikommen, wenn ich jetzt auf 85 zurückfalle. So, geht doch. Alles klar. Ja, wenn ich jetzt so schaue, wir haben ja jetzt gleich eine Stunde Video voll.
Wir passieren hier gerade Reiskirchen. Ein paar Minuten nehme ich euch noch mit. Und wenn ich mir das so anschaue, besteht, also wenn man immer so Videos um eine Stunde herum macht, so eine Rückfahrt im Grunde aus 4 Teilen. Ich habe das ja jetzt einmal, weil ich selbst den Gedanken hatte und weil es ja durch einen Kommentar auch angeregt worden ist, habe ich das ja jetzt mal gemacht. Und ich werde auch noch den letzten Teil dranhängen, um das mal komplett zu machen. Aber ich glaube, wenn ich demnächst da irgendwas machen sollte mit den vielen Geschichten und so, dass ich es doch wieder so handle, wenn ich in der Stimmung bin oder wenn es mir halt passt zu reden, zu erzählen, dann schalte ich halt die Kamera ein, unabhängig davon, wo ich bin und wo ich herfahre, sondern ein bisschen mehr über die Zeit gesteuert, wenn es mir halt in dem Moment in den Kram passt. Ich meine, ihr habt es ja schon mitbekommen, es wird ja hier gelegentlich am Steuer gegessen oder auch mal geraucht. Natürlich selten, und wenn ich hier filme, versuche ich es eigentlich auch zu vermeiden, weil einmal nach dem Motto, mit vollem Mund spricht man nicht. Und beim Rauchen ist es ja so, dass dann die Qualmwolken hier vor dem Objektiv hochwabern. Und wie gesagt, ich habe ja gerade, deswegen versuche ich das schon so immer zu legen, dass diese Handlungen außerhalb der Videos liegen, obwohl ich es auch schon mal gemacht habe. Ein bisschen gezwungen dadurch, dass ich halt jetzt immer in diesen festen Streckenpartien agiert habe. Musste ich quasi da mal was auch vor der Kamera zu mir nehmen. Denn da habe ich auch so ein bisschen meinen festen Rhythmus, mein Fresspaket wird also über die Schicht schön verteilt. Es wird ja auch wenig Sinn machen, alles am Anfang der Schicht aufzuessen, beziehungsweise mir alles bis zum Ende der Schicht aufzubewahren, sondern ich führe es mir peu à peu zu, dass mein Zuckerspiegel immer optimal im grünen Bereich ist. Ja, wir haben heute wieder ordentlich geladen. Satt über 23 Tonnen. Muss schon wieder ganz schön arbeiten, hier die Hügel rauf. Verbrauch geht noch. Im Moment hängen wir bei 25,8. Aber ich habe ja noch ein paar kräftige Hügel vor mir. Ich denke mal, ich werde unter 27 bleiben. Ich schätze mal, dass ich mit 26,5 auf dem Hof einlaufen werde. Aber ist ja okay. Passt ja.
kein Überholverbot heute. Selten, aber gibt's auch. Na, wenn ich so vorausschaue, eben habe ich so noch so gedacht, naja, ah ja, ich geb mich kaputt. Oder kaum habe ich es ausgesprochen, kommt es natürlich das Überholverbot. Wirklich, gerade war oben noch aus. Jetzt, wo ich gerade so in der Voraussicht feststelle, oh, ist doch ganz ordentlich was los hier, die Spuren gefüllt, zack, kommt das Überholverbot. Aber wie gesagt, ich bin tiefenentspannt. Bisschen blöde ist, dass mir das Navi im Moment keine Informationen über vorausliegende Staus gibt. Und ich deswegen überlegen muss, fahre ich für die letzten 20 Kilometer von der Autobahn ab, ja oder nein? Nein könnte natürlich bedeuten, dass ich vom Kirchenheimer Dreieck ein bisschen, naja, in zäh fließenden bzw. stehenden Verkehr komme. Gut, fahre ich ab, komme ein paar Minuten oben drauf. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass ich abfahre, weil bei so einem Wetterchen fahre ich auch gerne mal ein bisschen durch die Landschaft. Allerdings werdet ihr nicht mehr dabei sein, genau, weil ich nämlich jetzt hier die Sache beende, Grünberg. Das kann ich mir nämlich dann in Anführungsstrichen gut merken. Also das nächste Video wird dann von Grünberg bis Niederaula gehen. Ja.